Der Mythos, den Sie verbreitet haben 2015, wir brauchen Migration für die Wirtschaft, der ist widerlegt. In Wahrheit ist die Migration reines Gift für die Wirtschaft und auch für die innere Sicherheit. Sie schadet unserem Land, das sieht jeder. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Abgeordnete, Baden-Württemberg, das Land der Dichter und Denker, der Tüftler und Schaffer, Fleiß, Ordnung, Sicherheit, unsere schwäbische und badische Heimat. Das war einmal, das ist nicht mehr. Mit Grün-Schwarz wurde Baden-Württemberg das Land von Kiffern und Gender, das Land von Terror und Messer, das Land krimineller Migranten, das Land für Sozialbetrüger aus aller Welt. Es ist kein Zufall, dass es so geworden ist, dieser Niedergang Baden-Württembergs, das ist Ihr politisches Werk, alle zusammen. Und es tut mir heute sehr leid, ich kann auch keine Rücksicht drauf nehmen, liebe Frau Hofmeister-Kraut, dass Sie heute Geburtstag haben, denn die Etablierten haben den Leuten Märchen erzählt. Angefangen mit der dümmsten Aussage zur illegalen Massenmigration 2015, die Sie damals alle hier vertreten haben. Das ist doch toll, wenn Millionen kommen, denn wir brauchen doch Zuwanderung für die Wirtschaft. Es kommen Ärzte, Fachkräfte, die zahlen doch die Rente. Das haben Sie allen Ernstes immer wieder vertreten. Und wir prüfen mal, ist das wirklich so? Mehr als drei Millionen junge Männer in erwerbsfähigen Alter sind nach Deutschland hinzugekommen. Trotzdem stieg die Zahl der offenen Arbeitsplätze 2013 von 450.000 auf 2024 auf 700.000 an. Wenn diese Millionen nicht in normaler Arbeit sind, dann vielleicht in Ausbildung und Studium. Sie wollten ja irgendwie weiterqualifizieren. Dasselbe Bild dort. Rückgang 2012 auf 2022 um 10.000 in Baden-Württemberg, egal ob neu abgeschlossene Ausbildungsverträge oder neu immatrikulierte Studenten. Auch da sind sie nicht. Die Zahlen belegen schwarz auf weiß, ihre Fachkräfte, oh Wunder, die sind gar keine Fachkräfte, es kamen nie Fachkräfte. Und sie kommen ja oft dann damit, ja, die können ja nicht arbeiten, ja, das geht ja gar nicht. Ich sage Ihnen eins, ich bin auch Migrationssprecher, ich kann Ihnen sagen, die können alle arbeiten, die anerkannt sind sofort und fast alle können mit Arbeitsgenehmigung auch arbeiten. Da können Sie lachen, das sind die Tatsachen. Und stattdessen sind Sie eben zum Großteil in der sozialen Hängematte, die 3 Millionen, die wir hier mehr haben. Deswegen braucht es jetzt ein klares Signal. Alle müssen wissen, das Sozialamt der Welt Deutschland hat jetzt geschlossen. Unsere eigenen Bürger kommen jetzt mal dran. Übrigens, auch der anerkannte Wirtschaftsexperte Professor Raffelhüschen rechnet in seiner neuen Studie vor, jetzt hören Sie zu, wer 300.000 Unqualifizierte ins Land lässt, also damit sind Sie gemeint, der wird erleben, was das für Kosten sind. Wir haben Kosten für die Sozialsysteme, wenn wir keine Migration hätten, so wie es die AfD fordert, von 13 Billionen. Mit ihrer Migration haben wir Kosten von 19 Billionen. Über 5 Billionen mehr Kosten verursacht ihre Migrationspolitik, mit einer Studie nachgewiesen. Übrigens rechnet auch Professor Raffelhüschen vor, selbst wenn Sie zusätzlich zu diesen 300.000 Unqualifizierten, die Sie immer wiederholen, 100.000 hochqualifizierte Fachkräfte wirklich herbekommen würden, irgendwo herzaubern würden, würden dann trotzdem immer noch auf über 1 Million Mehrkosten kommen. Ja, das heißt, auf gut Deutsch, jetzt ist es auch wissenschaftlicher Fakt, der Mythos, den Sie verbreitet haben 2015, wir brauchen Migration für die Wirtschaft, der ist widerlegt. In Wahrheit ist die Migration reines Gift für die Wirtschaft und auch für die innere Sicherheit. Sie schadet unserem Land, das sieht jeder, der ein bisschen die Augen aufmacht. Zu allem Überfluss verstärkt die Migration sogar das, was Sie vorgegeben haben, zu mildern. Sie verschlimmert den Fachkräftemangel. Für jeden, den wir wegen ihrer weltweit ausgesprochenen Einladung versorgen müssen, brauchen wir noch mehr Fachkräfte, die dann für die Einheimischen fehlen. Kein freier Termin für Sie beim Arzt. Der Armutsmigrant braucht eben auch einen Termin. Sie warten Jahre auf eine frei werdende Wohnung. Der Armutsmigrant braucht halt auch Platz zum Wohnen. Sie haben weniger Netto vom Brutto. Der Armutsmigrant muss eben auch über ihre Steuern und Sozialabgaben versorgt werden. Ja, jeder weiß, den eigenen Bürgern wird etwas weggenommen mit dieser Migration.
Mehr als 80% der Bürger wollen laut Umfragen nicht mehr diese ungerechte Migrationspolitik. Statt nach diesen ausgesprochenen Fakten wie immer gegen die AfD zu keilen, das werden Sie jetzt alle wahrscheinlich wieder tun, ändern Sie doch einfach mal Ihre Politik. Das Volk will eine Politik, die endlich die eigenen Bürger in den Mittelpunkt stellt und diese Migration stoppt. Es ist ihr gutes Recht, das zu fordern, einfach Gerechtigkeit zu fordern. Nicht mehr und nicht weniger. Und es droht alles noch viel schlimmer zu werden. Der Weltbankpräsident warnt aktuell vor 800 Millionen Migranten auf dem Weg nach Europa. Ich sage Ihnen ganz klar, das können wir nicht schaffen, das wollen wir nicht schaffen. Im Gegenteil, machen wir die Grenzen dicht und starten eine sofortige Remigrationsoffensive. Die migrantischen Leistungsträger, die dürfen natürlich bleiben, aber alle anderen, Ausreisepflichtige, Sozialbetrüger, kriminelle Ausländer, islamische Terroristen, die müssen endlich abgeschoben werden. Es wird Zeit. Und was die Bürger neben dem Stopp der Migration zu Recht auch erwarten, ist wirtschaftliche Sicherheit und kein Wirtschaftsflop. Der kommt jetzt on top zu dieser ganzen Problematik. Und da versagen sie genauso gnadenlos wie in ihrer Migrationspolitik. Und wenn Sie mir nicht glauben, vielleicht im Statistischen Landesamt, im Vergleich mit allen anderen Bundesländern schrumpft die baden-württembergische Wirtschaft im ersten Halbjahr diesen Jahres am meisten um 1,3%. Im Vergleich zu allen anderen Bundesländern schrumpfen wir am meisten. Und wie auch in der Migration war diese Entwicklung vorhersehbar. Noch vor fast 3 Jahren, kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs, Sie erinnern sich vielleicht, habe ich Sie in einer aktuellen Debatte hier im Plenum vor der Deindustrialisierung, der explodierenden Inflation und dem wirtschaftlichen Abschwung Baden-Württembergs gewarnt. Sie diffamierten damals diese Warnungen als das Schüren von Ängsten, was ich betreiben würde. Und jetzt sprechen Sie selber von einer Deindustrialisierung Baden-Württembergs. Die CDU kann das gar nicht ertragen, so viele Fakten, deswegen sind so wenige anwesend. Die ergreifen da auch die Flucht an der Stelle. Es wäre mal gut, Sie würden diese Debatte lauschen und ein bisschen Reue zeigen für das, was Sie dem Land angetan haben. Aber auch hier hatte die AfD recht. Wir haben gewarnt, Sie haben die Warnung ignoriert und jetzt haben wir den Salat. Und statt Ihre Politik endlich mal zu ändern, das wäre wirklich jetzt mal Zeit, dass Sie halten Sie auch noch an Ihrem wirtschaftsfeindlichen Kurs fest. Ich erinnere daran, Antrag der AfD, Kernkraft Neckar-Westheim 2 weiterlaufen lassen, haben Sie abgelehnt. Sie sind nach wie vor der größte Fan von Sanktionen gegen Russland und Sie halten nach wie vor an der wirtschaftsfeindlichen Transformation der Wirtschaft fest. Es bleibt Fakt. Und das müsste ich mal hinter die Ohren schreiben. Wirtschaftliches Wachstum und Ihre klimareligiöse Transformation, Sie schließen sich gegenseitig aus. Es ist nicht möglich, was Sie hier fordern. Die Regierung in Bund und Land, die sind mittlerweile so wirtschaftsfeindlich, dass seit Jahren 250.000 echter Fachkräfte, deutsche Staatsbürger, jedes Jahr das Land verlassen. Sie flüchten vor ihrer wirtschaftsfeindlichen Politik. Diese Leute müssen wir zurückholen. Warum verlassen denn so viele Deutschland? Nicht wegen fehlender Kita-Plätze, was Sie immer wieder hin und her diskutieren, das ist immer das, was von der SPD auch kommt, sondern es geht um fehlende innere Sicherheit durch die Migration, eine hohe Steuer- und Abgabenlast, fehlende Familienförderung. Das sind die Gründe, warum die Leute gehen. Die unangenehme Wahrheit ist, die Politik, auch in Baden-Württemberg, sorgt dafür, dass der ehrliche Arbeiter und der Selbstständige, der Dumme ist, der dann die Sozialbetrüger aus aller Welt mitfinanzieren soll. Das kann nicht klappen. Was wir jetzt brauchen, statt Migration und noch mehr Migration, wir brauchen den Stopp des Verbrennerverbots, das Senken der Energiekosten durch Kohle und Atom sowie das Ende der Sanktionen gegen Russland, dadurch den Stopp endlich der Industrieverlagerung ins Ausland. Das haben wir doch aktuell tagtäglich. Wir brauchen das Ende des EU-Bürokratiewahns. Mehr Netto vom Brutto durch geringere Steuer- und Abgabenlast, das ist das, was wir in Baden-Württemberg dringend brauchen. Wir halten fest, mit den etablierten Parteien kommt Überfremdung, Armut, Kriminalität, mit der AfD kommt Remigration und Wirtschaftsboom, Sicherheit und Wohlstand für alle anständigen Bürger ohne und mit Migrationshintergrund. Vielen Dank.
kann nur sagen, diese Debatte zeigt, Sie haben nichts gelernt. Sie kommen wieder, hetzen gegen die AfD. Ich habe am Ende meiner Rede ganz klar gesagt, wir stehen für alle anständigen Bürger mit und ohne Migrationshintergrund. Sie gehen nicht auf meine Fakten ein. Sie unterstellen immer wieder, wir würden irgendwelche Menschen gegeneinander aufhetzen. Auf die 5 Billionen Kosten, die Studie ganz klar gezeigt hat von der AfD, kein Wort dazu. Das zeigt, dass Sie dieses Thema Migration nicht ernst nehmen und dass Sie die Bürger überhaupt nicht ernst nehmen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Und es wurde auch noch behauptet, Frau Ministerin, das gilt auch insbesondere für die CDU, Sie haben von humanitärer Hilfe gesprochen. Ich sage Ihnen eins, wofür Sie gewählt sind und auch die Kollegen im Bundestag, da steht dem deutschen Volke und nicht der Weltbevölkerung. Das sollten Sie mal lernen. Das wird hier nämlich immer wieder so getan, als ob Deutschland die ganze Welt durchfüttern soll. Nein, Sie müssen endlich mal nach den eigenen Bürgern gucken. Und wenn Sie das hier gesagt hätten, dann hätten Sie die Debatte verstanden. Aber ich bin frohen Mutes, mit solcher Opposition und Regierung ist die AfD bald bei 30, 40%. Dankeschön.